Hallo und herzlich willkommen zu City Vision die Woche. Falls Sie nicht alles gesehen haben, weil Sie zum Beispiel mit Singen von St. Martins Liedern beschäftigt waren, ist das überhaupt kein Problem. Jetzt gibt es noch einmal die Höhepunkte der letzten Woche. Wir starten mit den Nachrichten von Montag und dann geht es weiter mit einem abwechslungsreichen Programm. Eheschließungen an besonderen Orten kommen besonders gut an. Bislang war es möglich, im Haus Erholung auf Schloss Reit oder im Museum Abtalberg zu heiraten. In diesem Jahr sind drei neue Orte hinzugekommen. Das erste Paar hat Mitte September im Hugo-Junkers-Hangar geheiratet. Mitte November steht eine Trauung im Borussia-Park an. Auch das Palace St. George ist jetzt für eine standesamtliche Trauung möglich geworden. Viele Paare haben an den neuen Orten bereits Interesse bekundet und sich genau informiert. Für den Trauungsort Borussia interessieren sich besonders auch Paare, die nicht aus Mönchengladbach kommen. Anfragen von heiratswilligen Borussen-Fans aus der Eifel und dem Rhein-Main-Gebiet sind keine Seltenheit. Bislang stand das Schloss Reit an der Spitze der Trauungsorte außerhalb des Standesamtes. Nach der Explosion in einer Mönchengladbacher Wohnung am Freitag, bei der ein Kleinkind schwer verletzt worden war, ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Polizei wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung. Heute haben Brandermittler der Kriminalpolizei den Ort auf der Krefelder Straße eingehend untersucht. Dabei stellten sie fest, dass die Explosion in der Küche aus dem Bereich des Elektroherds ausgegangen ist. In der Küche fanden die Ermittler kleine Butangasdosen, wie man sie im Campingbereich verwendet. Die Kripo geht davon aus, dass der Backofen eingeschaltet wurde und die Gasdosen durch die Hitzeeinwirkung explodierten. Zwischenzeitlich ist das Kind nicht mehr in Lebensgefahr. Es hat an ca. 15% der Körperfläche Verbrennungen zweiten Grades. Im Sparkassenpark steht bereits die Bühne. Jetzt beginnen auch die Bauarbeiten für die große Rampe. Zum dritten Mal findet hier bald das Big Air Festival statt. Am 1. und 2. Dezember werden dann Ski- und Snowboard-Profis an dieser Stelle ihr Können zeigen. Dazu wird eine rund 50 Meter hohe Rampe aufgebaut. Außerdem gibt es Musik von Crow und Kraftklub. Karten für beide Tage sind noch an den Vorverkaufsstellen zu bekommen. Der Hosenspezialist Gardeur braucht nach der Insolvenz nun einen Investor. Bis Anfang Dezember sollte einer gefunden werden, der sicherstellen kann, dass das Unternehmen in Zukunft liquide bleibt. Nach einer internationalen Ausschreibung stehen inzwischen 16 Interessenten fest. Diese werden bald das Unternehmen genau unter die Lupe nehmen. Aktuell arbeitet das Gardeur-Team an der Herbst- und Winterkollektion für das nächste Jahr. Tankstelle die fünfte, der Mönchengladbacher Serientankstellenräuber, war am Wochenende möglicherweise wieder aktiv. Nachdem der Mann Mitte letzter Woche wieder zugeschlagen hatte, hat er nun vielleicht auch am Samstagabend kurz vor 23 Uhr die Kassiererin einer Jet-Tankstelle auf der Krefelder Straße bedroht. Obwohl noch nicht klar ist, ob es derselbe Täter war wie zuvor, ist er nach dem gleichen Muster vorgegangen. Er benutzte ein Messer, forderte damit Bargeld und wieder konnte er unerkannt entkommen. Auch wie der Serienräuber zuvor trug er eine Wollmütze, aber keine Brille, wie hier auf den alten Fahndungsfotos. Die Polizei braucht dringend Hinweise. Eine 23-jährige Frau steckte am Samstag in diesem Altkleidercontainer auf der Akazienstraße fest. Sie hatte zuvor Kleidung eingeworfen und dann bemerkt, dass sie ihre Scheckkarte in einem der Bekleidungsstücke vergessen hatte. Passanten halfen ihr, in den Container zu kriechen. Nur raus kam sie dann nicht mehr. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Frau befreien. Die Scheckkarte hatte sie zuvor im Container wiedergefunden. Ha!
Über 2500 Kinder und Erwachsene haben sich gestern auf dem Schafratgelände getroffen, um gemeinsam St. Martin zu feiern. Letztes Jahr hat das Unternehmen den St. Martinszug zum ersten Mal organisiert. Ja, weil wir letztes Jahr halt auch mit dabei waren und es hat uns sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn das halt dieses Jahr wieder stattfindet, dann sind wir halt natürlich auch mit den Kindern wieder dabei. Denen hat es natürlich auch sehr gut gefallen letztes Jahr. Die schönen bunten Laternen und nämlich, wenn man dann noch singen geht, die vielen Süßigkeiten. Aufs Essen, also auf die Wegmänner. Dass man im Dunkeln mit hellen Laternen rumgehen kann. Das ist das erste Mal für mich. Ich bin durch eine Freundin darauf aufmerksam gemacht worden und habe gesagt, das gucken wir uns doch mal an, das ist bei mir in der Nähe. Also ich finde das total klasse, dass ein Unternehmen also so viel ehrenamtliches Engagement macht und halt auch für ganz Gladbach. Und ich freue mich eigentlich, bei so einem riesen Martinszug mit dabei zu sein. Jetzt haben so viele gesagt, dass das toll ist. Da wollte ich selber mal gucken gehen. Die haben auch schon gewonnen bei mir. Hier kann man schön parken. Liederbuch gibt es auch noch mal extra und ganz viele Bands. Also bis jetzt sind wir begeistert. Ich hoffe, mein Kind ist dann gleich auch begeistert und dann gucken wir mal weiter. Um die Kinder auch wirklich zu begeistern, hat sich das Möbelhaus auch dieses Jahr wieder eine besondere Leckerei ausgedacht. Im letzten Jahr gab es einen Weltrekord, den längsten Wegmann der Welt mit 7,60 Meter. Einen neuen Weltrekordversuch gab es dieses Jahr zwar nicht, trotzdem war auch der diesjährige Wegmann was Besonderes. Es wird auch wieder ein Wegmann gemacht, nur dass er sich dieses Jahr aus rund 1000 Muffins zusammensetzt, also sozusagen ein modularer Wegmann. Aber auch mit Pfeife und allem drum und dran. Das macht auch wieder der Axel Behren, der letztes Jahr den Weltrekord geschafft hat. Und jetzt ist halt ein Wegmann aus 1000 Muffins, der gebaut wird. Schwierig ist da nichts dran, aber er soll auch einigermaßen wie ein Wegmann aussehen. Ne? Diese Kinder sollen ihn erkennen können. Und was ist das eigentlich? Insgesamt haben wir gebacken fast 12 Stunden. Das sind 1900 Wegmänner gewesen und um die 1040 Muffins. Ein paar mehr, ja, ist ja egal. Und die sollen alle nach dem Zug verputzt werden. Bei so vielen Besuchern ist das wahrscheinlich die leichteste Aufgabe. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass ein Möbelhaus einen Laternenumzug organisiert? Schaffrath ist ein Unternehmen, was die Leute hier seit Jahrzehnten kennen, steht auch für Tradition. Und da haben wir halt gesagt, das passt halt super zusammen. Wir finden dieses Fest St. Martin eben sehr schön, sehr positiv, wollen dieses Brauchtum und diese Tradition pflegen. Lässt sich auch gut mit unseren Unternehmenswerten verbinden und wollen den Kindern da einfach ein schönes Fest bieten. Ja, und das steht einfach im Vordergrund. Zum Schluss die Martinsgeschichte. Auch in diesem Jahr ist der Bettler wieder Karnevalschef Bernd Grote. Und St. Martin wird von Bürgermeister Michael Schröhren gespielt. Im nächsten Jahr wird das Möbelhaus wieder einen St. Martins-Umzug organisieren. Das haben sie gestern bereits verraten. Wie der Wegmann dann 2018 aussehen wird, weiß aber noch keiner. Das hier ist Persermix-Kater Onyx. Onyx ist etwa 10 Jahre alt und ein Fundtier. Der Kater wurde am 20.07.2017 im Tierheim abgegeben. Er wurde draußen im Freien gefunden. Onyx ist ein Freigänger, kommt jedoch immer gerne zum Kuscheln und Fressen nach drinnen. Leider ist der Kater an chronischem Durchfall erkrankt. Wenn Sie dem süßen Kater ein neues Zuhause schenken wollen, dann melden Sie sich doch bitte beim Tierschutz Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 60 22 14. Das war ein Todesurteil, wenn man HIV-positiv war. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt immer noch eine Krankheit, die man bekommt, aber diese Krankheit ist behandelbar. Das heißt, man kann mit der Nahme von Medikamenten auch alt werden heutzutage. Alt werden und das, obwohl man HIV-positiv ist.
Dank der Entwicklung in der Medizin ist das mittlerweile möglich. In Deutschland leben zurzeit rund 87.000 bekannte HIV-positive Menschen. Im letzten Jahr wurden nur 3.000 Neuinfektionen gemeldet. Weit weniger noch als in den Jahren zuvor. Trotzdem ist das Thema immer noch ein Tabuthema. Damit sich das langsam ändert, nimmt die Stadt Mönchengladbach an der europäischen HIV-Testwoche teil. Es kommen einfach auch viel mehr Menschen. Ja, diese Woche der offenen Tür, wo ich einfach reinkommen kann, die bringt es da wirklich. Und wir hatten weit über 100 Kontakte, sowohl im Juli wie auch im letzten November. Und das bestätigt uns einfach. Und darum geht es auch weiter so. Vom 20. bis zum 24. November sind die Beratungsstellen täglich besetzt. Von einer einfachen Beratung bis hin zum kostenlosen HIV-Test ist dabei alles möglich. Angst vor fehlender Anonymität braucht man dabei nicht zu haben. Wir fragen ja auch gar nicht nach Ihrem Namen, sondern es gibt stattdessen eine Kennung, die besteht aus einem Kennwort, was der Ratensuchende sich selber aussucht, und einer Kennzahl und auch weiteren Eckpunkten, die aber die Anonymität auf keinen Fall lüften. Wenn Sie Angst haben, in die offene Sprechstunde zu kommen, weil Sie denken, oh, da könnte ja vielleicht auch mein Nachbar, mein Sportkollege, mein Arbeitskollege hinkommen, dann besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, einen gesonderten Termin außerhalb aller Sprechstunden zu vereinbaren. Ja? Sie kommen zu uns nicht über den Haupteingang des Gesundheitsamtes, sondern über den Seiteneingang Klagenfurter Straße. Da ist auch viel weniger Publikumsverkehr. Die regelmäßigen Sprechstunden sind nachmittags. Die übliche Publikumszeit im Gesundheitsamt ist vormittags. Also da ist schon ganz viel Sorge getragen. Die Testwoche soll aber auch helfen, die Menschen weiter aufzuklären, zum Beispiel beim Thema Ansteckungsgefahr. Denn viele Menschen, die HIV-positiv sind, leiden unter Diskriminierung. Das größte Problem, was HIV-Positive haben, ist die Ausgrenzung, die sie erfahren. Wenn sie ihrem Umfeld sagen, dass sie HIV-positiv sind und die Leute das nicht verstehen, Angst haben, dann werden sie unter Umständen ausgegrenzt. Freunde wollen die nicht mehr anfassen, sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Es ist immer noch so, dass Betroffene Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen machen in allen Bereichen. Ja, egal ob in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, beim Sport, manchmal auch im medizinischen Kontext. Auch da muss man den Menschen die Angst nehmen. Es ist nicht schlimm, mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten, der HIV-positiv ist, der kann mich im Normalfall nicht anstecken. Denn die einzigen Möglichkeiten, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren, sind und bleiben ungeschützte Sexualkontakte unter Umständen und Blut-zu-Blut-Kontakte. Hallöchen, heute habe ich mir gedacht, machen wir einen Schweinegulasch mit Kartoffelklößen. Schweinegulasch mit so einem niederrheinischen Touch dabei. Das heißt, normal kennen wir den ja nur mit Zwiebeln, Paprika, was Paprikapulver in so würzig pikant. Heute habe ich mir gedacht, machen wir so ein bisschen süßlichen Einschlag dabei, indem wir Äpfel mit unterziehen. Und natürlich die Paprika, Zwiebeln und so weiter der Komponente dazu. Hausgemachte Kartoffelklöße, um mal zu zeigen, dass das gar nicht so schwer ist, Kartoffelklöße selbst zu machen, was sehr, sehr schnell geht, relativ simpel ist und einfach viel, viel besser dazu schmeckt, als immer nur diese gekauften halb und halb von irgendwem. Dazu brauchen wir heute frischen Schweinenacken. Der hier ist noch am Stück. Für den Gulasch die Äpfel, Zwiebel, Paprika, ein bisschen Gemüsebrühe. Für die Klöße später gegarte Kartoffeln, ein bisschen Speisestärke, Mehl, Salz, Pfeffer, Muskat. Rotwein zum Ablöschen. Als erstes nehmen wir uns unser Fleisch rüber, lösen es vom Knochen aus. Schön von der Rippe ablösen. So, dann machen wir hier so ungefähr 1,5 bis 2 cm große Stücke, breite Scheiben, sodass wir so 2 an 2 cm große Stücke später rauskriegen. Wir müssen den Gulasch ja gleich einmal scharf anbraten, um einfach nachher auch Röstaromen freizusetzen. Ein bisschen Öl in den Topf. Fleisch mit rein. Erstmal schön scharf anbraten. In der Zwischenzeit schneiden wir uns unsere Zwiebel, Paprika und Äpfel. Beim Apfelhals Schale würde ich dran lassen. Kerngehäuse raus. Wenn wir hier jetzt die Dreiervariante Paprika haben, nehmen wir von jedem eine halbe. Eine halbe Orange,
halbe rote, halbe gelbe. Paprika auch in so ähnlich große Stücke schneiden wie das Fleisch vorher. Die Äpfelviertel nochmal halbieren und dann auch in grobe Stücke schneiden. Wir wollen ja nachher die Farbe wollen wir ja kriegen. Und Farbe kriegen wir nur dann, je weniger Flüssigkeit drin ist. Jetzt schüttet man ein bisschen was vom Saft ab. Und dann geben wir nochmal richtig Gas. Und dann geben wir jetzt unsere Zwiebel, Äpfel, Paprika rein. Das Ganze nochmal schön durch. Schöne frische Lorbeerblätter. Dann haben wir hier Nelken und Wacholder. Das hat auch ein bisschen in Maßen zu nehmen. Salz. Pfeffer. Am Anfang immer wenig zugeben oder relativ wenig zugeben. Weniger ist manchmal mehr. Wenn man einmal verwürzt hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aber nachwürzen kann man jederzeit. Paprika zum Abbrennen bringen. Dann mit Mehl abstäuben. Wie man hier schön sehen kann, am Topfboden setzt sich so ein leichter Belag ab. Das heißt, das Mehl brennt ab, die Paprika genauso. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir ablöschen sollten. Mit der Gemüsebrühe oder Fleischbrühe, je nachdem, was man mag, ablöschen. Und dann lässt man das Ganze 25 Minuten, Pi mal Daumen, vor sich hin köcheln. Halbe Stunde, je nachdem, zwischendurch mal eine Bissprobe machen. Und in der Zeit können wir uns in aller Ruhe um die Klöße kümmern. Für die Klöße nehmen wir unsere Schüssel. Dazu brauchen wir unsere Kartoffeln, die jetzt schon vorgegart sind. Am einfachsten lassen sie sich verhändeln, wenn sie halt dementsprechend noch warm sind. In die Schüssel rein, dann stampfen wir die gleich mit dem Kartoffelstampfer durch. Jetzt, wo unser Gulasch kocht, geben wir einen kleinen Schuss Rotwein dazu für den Geschmack. Geben hier ein bisschen Salz zu, Pfeffer, Muskatnuss, geht natürlich auch frisch gerieben, Mehl, um die Bindung hinzukriegen, noch so ein Esslöffelchen Speisestärke dazu. Ich habe jetzt hier ein bisschen Oregano dazu genommen, um einfach auch da so eine etwas andere Note zu setzen. So eine kräutrige Note passt ganz gut mit der süßlichen Note vom Apfel. Dann müssen wir das hier noch alles vermengen, dass wir hier eine homogene Masse herkriegen. Topf aufsetzen. Das Wasser anfangen kann zu kochen gleich. Na, wenn wir so eine schöne Kugel haben, kann man sich die hier schön auf dem Blatt ein bisschen kneten. Man sieht, dass das keine Rückstände hinterlässt. Das heißt, da haben wir genügend Bindefähigkeit drin. Dann machen wir so eine kleine Stange davon. Ist vom Portionieren dann etwas einfacher. So eine schöne Kugel drehen. Klöße rein. Und dann dauert das Pi mal Daumen 15 Minuten. So, jetzt schauen wir mal auf unser Gulasch. Schön sämig. Na, könnt richtig schön sehen, eine schöne dickflüssige Soßenkonsistenz, ohne dass wir da mit Mondamin oder ähnlichen Dingen gearbeitet haben. Heiß ist. Lecker auch. Knödel schwimmen auch oben. Ja, dann müssen wir nur noch anrichten.
Das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Knödel hier raus, vorsichtig. Schön in die Mitte drauf gesetzt. Machen wir uns noch ein paar Paprikawürfelchen für die Deko. Das Auge isst ja bekanntlich mit. So, und dann müssen wir einfach nur noch unseren niederrheinischen Schweinegulasch mit Äpfeln zuschlagen und genießen und keine Reste lassen. Falsche Wasserwerke in unserer Stadt unterwegs. Heute Morgen klingelte ein Mann bei einer 95-jährigen Frau und gab an, dass er vom Wasserwerk komme und die Heizung entlüften müsse. Er überrumpelte die Seniorin mit dieser Lüge, sodass sie ihn in ihre Wohnung ließ. Als der falsche Wasserwerker weg war, bemerkte die Frau, dass sie bestohlen wurde. Er hat 3 Geldbörsen geklaut. Der Tatverdächtige soll korpulent und etwa 45 Jahre alt sein. Er trug ein kariertes Hemd und eine blaue Jacke. Wer etwas beobachtet hat oder selbst Opfer von dem falschen Wasserwerker geworden ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02161 290. Heute Nacht wurde ein Fahrer auf der Korschenbrucher Straße kontrolliert. Der 29-jährige Krefelder konnte sich zwar ausweisen, aber keinen Führerschein vorzeigen. Erst im Laufe des Gesprächs gab er zu, keinen Führerschein zu haben. Während der Kontrolle fanden die Beamten bei ihm eine Feinwaage, die häufig von Drogenkonsumenten genutzt wird. Daraufhin gab er zu, Amphetamin genommen zu haben. Zu guter Letzt wurde das Fahrzeug gecheckt. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto schon lange keinen Versicherungsschutz mehr hat und damit gar nicht mehr gefahren werden durfte. Die Kennzeichen des PKW wurden dann von den Beamten entstempelt und der Wagen musste dort stehen bleiben. Wegen der ganzen Verstöße wurde ein umfangreiches Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet. Die besten Textillaborantinnen kommen aus Mönchengladbach von der Hochschule Niederrhein. Merle Marie Kräft und Marie Gräber wurden als Beste des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Beide begannen ihre Ausbildung im September 2015 in der öffentlichen Prüfstelle der Hochschule Niederrhein. Diese bietet seit mehreren Jahren die Ausbildung zur Textillaborantin in Kombination mit einem dualen Studium an. Bis zu 3 verschiedene Prüfungen werden hier jährlich durchgeführt. Zum Beispiel kann ermittelt werden, ab welcher Belastung ein Textil kaputt reißt oder wie stark ein Material in der Wäsche einläuft. Und wir haben noch eine ausgezeichnete Auszubildende, die haben wir sogar schon mal mit der Kamera begleitet. Kim Derenthal ist die beste Hotelfachfrau in NRW. Die 22-Jährige freut sich über die Auszeichnung der IHK. Von 2014 bis 2017 machte sie ihre Ausbildung bei dem Mönchengladbacher Hotel Elisenhof. Kim Derenthal hat bereits die nächste Ausbildung begonnen. Seit Oktober ist sie an der International University for Applied Science in Bad Honnef zum dualen Studium zur Hotelbetriebswirtin eingeschrieben. Den Praxisteil ihres Studiums wird sie im Hotel Elisenhof absolvieren. Auch von uns herzlichen Glückwunsch. Das Schloss Reit. Von den Mönchengladbachern wird es gerne besucht, wegen des Museums, der Ausstellungen und der Kasematten. In der Freizeit kommen auch viele Spaziergänger und Jogger vorbei. Ja, das ist alles sehr beliebt, aber die grundlegende Frage, warum dieses Schloss in dieser Form in der Renaissance überhaupt so gebaut wurde, warum es so aussieht, wie es aussieht, warum es eine Festungsanlage drumherum besitzt und so weiter, die stellt man sich ja in der Regel nicht, sondern man nimmt es einfach so als gegeben hin. Dabei ist es das wert, dass die gelbe Festung näher betrachtet wird. Denn was die wenigsten wissen, das Schloss ist das einzige reine Renaissance-Schloss des Rheinlandes. Ein damals neuer Baustil im 16. Jahrhundert. Und das wollten wir mal erkunden und entschlüsseln und den Menschen auch zeigen, warum dieses Schloss in dieser Form hier eigentlich so steht und was es damit auf sich hat. Um das Wieso, Weshalb, Warum zu klären, ist es nötig, den einstigen Bauherren und Besitzer des Schlosses kennenzulernen, Otto von Bieland. Dem Herzog von Jülich unterstellt, arbeitete er als eine Art Minister.
Und gleichzeitig hat er sich von ihm losgelöst und hier eine Festung gebaut, was er gar nicht durfte. Das durfte nur der Landesherr, um selber noch aufzusteigen. Er stand da in einem ständigen Konflikt und hat dann entschieden, seinen ererbten Stammsitz hier an der Niers auszubauen. Und das sind dann auch die drei großen Kapitel, die diese Ausstellung zeigt. Nämlich einmal Otto von Bieland am Hof Kaiser Karls des V., Otto von Bieland am Hof Wilhelms des V. von Jülich Kleve-Berg und dann hier vor Ort. Mit der Ausstellung Große Pläne, Schlossreit, Renaissance am Niederrhein kann die Geschichte Otto von Bielands und damit auch das Schlossreit neu entdeckt werden. Das Museum Zitadelle Jülich hat dafür eine große Sammlung an Dokumenten und Replikationen zur Verfügung gestellt. In drei großen Abschnitten geht es unter anderem um den italienischen Architekten Maximilian Pasqualini. Ihn hat Otto von Bieland beauftragt, das Renaissance-Schloss zu entwerfen. Die Pasqualinis sind eben die ersten Architekten des modernen Typs, die wir für das Rheinland kennen. Die können dann auch relativ viel bauen, weil sie eben zum Teil nicht für die Bauausführung verantwortlich sind, sondern in erster Linie die planenden Architekten sind. Also wie man das heute auch hat, ne? Man hat den Star-Architekt und der hat dann Untergebene, die das vor Ort umsetzen. So ist das bei den Pasqualinis auch gewesen. Und insoweit haben wir auch so ein bisschen hier so eine kleine Tischinszenierung gemacht, wo man eben so mal Planungsprozesse sieht, wie kommt man überhaupt zu einer Festungsanlage. Der dritte Teil der Ausstellung bezieht sich auf die Reiterbaugeschichte, vom Mittelalter bis zum Renaissance-Schloss. Erklären und zeigen lassen kann man sich das per Audiodusche oder Video. Der Schlossbau ging allerdings nicht ganz ohne Protest der Untertanen zu Ende. Die haben sich da sehr erfolgreich gegen gewehrt und das zeigen wir auch an einem Exponat, einer Gerichtsakte über einen Prozess, der in dem Zusammenhang stattgefunden hat und in einer Hörstation kann man dann Teil der Prozessakte auch nachvollziehen. Aus einer Klageschrift des Reitergerichtsboten gegen den Herzog von Jülich aus dem Jahr 1602 wissen wir um seine Tortur. Über die letzten Jahrhunderte wurde das Herrenhaus von Kriegen und Bränden verschont. So kann es heute noch von Besuchern, Spaziergängern und Historikern betrachtet werden, und zwar so, wie es im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Schön erleuchtet präsentierte sich der Adenauerplatz in Mönchengladbach zum ersten Mal im Jahr 2013. Hunderte Kerzen flackerten dort, aufgestellt vor dem Gebäude der Caritas. Die beteiligte sich damals zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion 1 Million Sterne. In rund 80 Städten in ganz Deutschland werden zur gleichen Zeit Kerzen angezündet und damit Plätze und Wiesen in eine Lichteroase verwandelt. Das alles steht in diesem Jahr unter einem gemeinsamen Motto: Zusammen sind wir Heimat. Mit diesem leuchtenden Beispiel möchte man Spenden sammeln für hilfsbedürftige Menschen in der Region und im Libanon. Wer will, kann vor Ort selbst eine Kerze kaufen. Das werden die Kerzen sein, die wir abgeben gegen eine Spende am Ende beziehungsweise der Aktion bzw. in der Kirche nachher und hoffen, möglichst viele Menschen zu finden, die uns die abkaufen bzw. gegen eine Spende, die abnehmen werden und damit wir ganz viel auch an den Libanon anschließend schicken können. Und man kann einfach nur was in unsere Spendenboxen tun. Wie gesagt, man kann diese Kerzen dafür käuflich erwerben. Das bleibt jedem selber überlassen. In diesem Jahr feiert die Mönchengladbacher Caritas ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat der Grafiker Lars Zakowski ein ganz spezielles Logo entworfen. Eine 100, eingerahmt von einem Herzen. Am Samstag, am Tag der 1 Million Sterne, wird genau dieser Entwurf noch einmal aufgegriffen. Mit hunderten Kerzen wird der Adenauerplatz mit genau diesem Bild illuminiert. Für Grafiker Lars Zakowski schon eine Herausforderung. Im Vorfeld muss er genau planen, wie viele Kerzen an exakt welcher Stelle stehen müssen, um das 100 Jahre Caritas-Logo samt Herz zum Leuchten zu bringen. Das wird eine 100 in der Mitte, die dann von einem
Herz umrahmt wird und von diesem Herz ausgehend strahlen, die eben diese Liebe, die dem, aus dem Herz herauskommt, nach außen weiterbringt. Ich habe das am Computer vorher einfach mal ein Raster drüber gelegt, über dieses Modell, also in einem bestimmten Maßstab, und dann einfach immer ein regelmäßiges Raster, und daraus hat sich schon so ungefähr ergeben, wie viele Kerzen in jedem Segment zu stehen kommen. Und das habe ich dann hinterher noch ein bisschen passend gemacht, damit es auch nett ist und damit es eine schöne Outline ergibt. Und dann konnte man im entsprechenden Programm auch die Sachen ablesen und gucken, wie viele Kerzen in welchem Segment stehen. Absprachen treffen, Genehmigungen einholen. Hinter dem Organisationsteam der Caritas liegt viel Arbeit. So wurde auch in diesem Jahr wieder Weihbischof Dr. Johannes Bündgens als Schirmherr der Aktion eingeladen. Er wird die Gäste mit einer Ansprache einstimmen. Ab 16.30 Uhr geht es dann über die gesperrte Albertusstraße in die gegenüberliegende Jugendkirche. Hier gibt es Musik, heiße Getränke und Weckmänner. Brigitte Oltmanns koordiniert das Solidaritätsprojekt nicht zum ersten Mal. Und wenn sie an die letzten Aktionen zurückdenkt, da kommt sie schon ein wenig ins Schwärmen. Das war einfach eine ganz, ganz wunderbare, schöne, besinnliche Aktion, wenn diese Lichter einfach im Dunkeln scheinen. Das ist so schön. Und dann klingt ein bisschen die Musik so im Hintergrund aus der Jugendkirche. Und dann einfach mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen, so über das, was sie mitbringen. Ne? So, das ist das Unterschiedlichste, ne? So aus der eigenen Persönlichen. Und das ist eine ganz atmosphärisch einmalige Situation. Am Samstag, dem 18. November, wird zuerst ein Trommelchor auf der Hindenburgstraße spielen. Er führt dann jeden, der mit möchte, hinüber zum Adenauerplatz. Um 16 Uhr erstrahlt der Ort dann in einem Lichtermeer. Danach gibt es eine offene Begegnung in der Jugendkirche. Nach zahlreichen Aktionen im Jubiläumsjahr möchte die Mönchengladbacher Caritas mit dieser letzten Veranstaltung zum 100. Geburtstag ein leuchtendes Beispiel setzen. 1 Million Sterne. Am Donnerstag, den 23. November, findet im Krankenhaus St. Franziskus auf der Viersener Straße 450 ein Jobspeed-Dating statt. Dabei können sich die Interessenten über die Berufsmöglichkeiten im Bereich Pflege, Gastronomie und Service informieren. In dem Gespräch stellen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenseitig vor und klären mögliche Fragen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Bewerbungsunterlagen sind nicht notwendig. Schüler in Mönchengladbach sollen besser vor Gefahren im Internet geschützt werden. Das Bistum Aachen will zusammen mit dem Verein Innocence in Danger Präventionsarbeit in Schulen anbieten. Dazu besuchen Lehrer spezielle Schulungen und sollen dann die Schüler über Sexting, Stalking und Cybermobbing aufklären. Hier in Mönchengladbach gehört die Bischöfliche Marienschule zur Trägerschaft des Bistums Aachen und deshalb werden die Schulungen auch dort durchgeführt. Gegen 22.40 Uhr wurde gestern Abend eine 52-jährige Frau auf der Eisenbahnstraße überfallen. Der Unbekannte stieß die Frau mit einem Stoß in den Rücken nieder und erbeutete dabei ihre Handtasche. Danach flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Dahlener Straße. Der Räuber soll zwischen 1,60 und 1,70 groß und schlank gewesen sein. Aber das war noch nicht der einzige Überfall gestern. Denn auch in Ola hat sich ein Einbrecher gleich eine ganze Menge Arbeit gemacht. Auf dem Schröerskamp ist ein unbekannter Täter zwischen 18 und 20 Uhr gleich durch 3 Türen eingebrochen. Zunächst ging es durch das Gartentor in den Wintergarten und dann durch die Terrassentür ins Haus. Die einzige Beute des Diebes, eine Kreditkarte. Sachdienliche Hinweise für beide Überfälle gehen an die Polizei unter 02161 290. Kommen wir noch kurz zum Sport. Denn bei Borussia Mönchengladbach kehrten mit Tobias Strobel und Ibrahima Traoré 2 Verletzte wieder ins Lauftraining zurück. Strobel fehlte der Mannschaft schon seit Saisonbeginn. In einem Vorbereitungsspiel hat er sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Auch wenn er wieder läuft, kann er frühestens wieder in der Rückrunde aktiv der Borussia helfen. Bei Teamkollege Ibrahima Traoré wird das nicht so lange dauern. Der Flügelflitzer laboriert an einem Muskelfaserriss von Ende Oktober. Wann er wieder mit Ball trainieren kann, ist aber noch nicht klar. Jubeln konnten dagegen gestern Abend 2 andere Borussen. Denn Kapitän Lars Stindl gelang beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft der 2:2 Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Yannick Westergaard hat zwar nicht gespielt, freute sich aber trotzdem mit seinen dänischen Teamkollegen über die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Dazu gratulieren wir natürlich auch noch recht herzlich. Musik.
So sieht es gerade auf dem alten Markt aus und morgen sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus, denn die Weihnachtsmärkte in Mönchengladbach werden gerade fleißig aufgebaut. Noch haben sie ein wenig Zeit, denn öffnen werden die Weihnachtsmärkte erst am 25.11. Auf dem Weihnachtsdorf wird es wieder eine 390 Quadratmeter große Eislauffläche mit echtem Eis geben. Ja, so solange das für uns noch finanziell tragbar ist mit dem richtigen Eis, weil wir liegen da fast über 60.000 Euro an Stromkosten. Zudem kommt noch Miete der Eisfläche und so weiter. Und wir haben noch ein gewisses Sponsoring haben von vielen Geschäftsleuten hier aus Mönchengladbach. Versuchen wir das natürlich durchzuhalten. Rollstuhlfahrer dürfen auch dieses Jahr wieder kostenlos auf die Eisbahn. Ein Stückchen weiter runter wird es wieder den Weihnachtsmarkt an der Hindenburgstraße bzw. dem Sonnenhausplatz geben, mit den etwas anderen Buden. Die wurden übrigens von Luxemburg gleich kopiert. Im letzten Jahr gab es allerdings Beschwerden wegen der Sichtachsen. Im letzten Jahr ist moniert worden, dass die Sichtachse zwischen Hans-Jonas-Park und Steppke-Straße zugestellt war. Und die haben wir dann jetzt halt mal freigemacht. In Reit wird der Weihnachtsmarkt wieder vor dem Rathaus auf dem Marktplatz stattfinden. Hier setzt man auf Live-Musik. Bei 17 Veranstaltungen werden Musiker live auftreten. Wir haben an 17 Tagen Live-Bands mit unterschiedlicher Musik, aber keine Krawallmusik, sondern ganz unterschiedlich von Swing, von Weihnachtsswing, mit natürlich auch Unterhaltungsmusik, völlig klar. Unterhaltung wird es auch am 2. Dezember geben für die ganz Kleinen auf dem 45. Christkindlmarkt. Der findet auf dem Kapuzinerplatz nur an diesem einen Tag statt. Wir haben das Angebot für Kinder ausgebaut und haben zum Beispiel eine Lebkuchenherzenwerkstatt. Vor Ort können die Kinder also Herzen verzieren oder können auch einen Bastelsatz mit nach Hause nehmen. Und Kinderschminken haben wir und Entenangeln und die Fadenlotterie. Alle Erlöse aus den verkauften Weihnachtsartikeln und Co. gehen an Menschen mit Behinderung in Mönchengladbach. In 10 Tagen ist es dann soweit, dann geht hier wieder der erste Glühwein über die Theke. Guck mal, hier steht Novalgin IV. 8 Milliliter. 8 Milliliter. Und hier steht 6 Milliliter und es läuft auf 0,8. Ja, das nicht 0,8, es läuft auf 8,0. Ja, das haben wir alles schon. Das haben wir alles schon. So lautstark diskutiert wird natürlich nicht jeden Tag im Patientenzimmer in den Kliniken Maria Hilf. Aber an diesem Tag ist genau das gewünscht. Denn das Team aus Ärzten und Pflegepersonal muss unter Zeitdruck einige Fehler im vorher präparierten Patientenzimmer finden. Auch Room of Error genannt. Das Ganze dient der Übung, damit Fehler in der Praxis früh erkannt oder vermieden werden. Der Hintergrund ist, dass wir im Prinzip ein Fehlerbewusstsein schaffen wollen, dass man eben sich bewusst ist, man kann Fehler machen und auch so ein bisschen sensibilisieren, wo können diese Fehler auftauchen und einfach letzten Endes die Patientensicherheit dadurch erhöhen. Einmal steht hier Novalgin 6, das ist ja ein Übertragungsfehler in die Planetteakte. Die Allergie und alles wissen wir alles und falsche Laufrate. Ach, soll der Nachwirkstoff aufschreiben? Okay, dann sind wir jetzt bei Fehler 25 oder so. Yes. Reicht hat. Ein bisschen übereifrig, das kann schon sein, aber manchmal ist das ein gemeinsamer Fehler, der dann, sag ich mal, 3 Komponenten hat und dann werden alle 3 Komponenten aufgeschrieben. Aber es sind 11 Fehler eingebaut. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt geht's für das Team in den Nebenraum. Hier wird nochmal alles durchgesprochen und die gefundenen Fehler ordentlich runtergeschrieben. Ja, generell die Fixierung, die war ja nicht richtig. Einmal der Bauchgurt war ja am kompletten Bett dran. Wenn du dein Kopfteil hoch machen willst, reißt du im Prinzip die Fixierung kaputt. Ja, war sehr lustig. War mal was anderes. Ne? Wir waren natürlich vorgewarnt, deswegen sind wir direkt auf die Suche gegangen. Und als nächstes ging ja der Blick in die Akte rein und da sind ja halt direkt die Fehler aufgefallen. Naja, dadurch, dass wir irgendwie im Alltag sowieso ein bisschen verschiedene Prioritäten haben, gehen bei jedem die Blicke natürlich so ein bisschen auf was anderes. Ach, ich denke, wir haben mehr als 11 Fehler gefunden. Ja, war aber sehr gut. Ob das Team wirklich alle Fehler gefunden hat, das wurde ihnen noch nicht verraten. Die Auflösung und Besprechung gibt's erst später, damit an die nachfolgenden Teams nichts verraten werden kann. Wir dürfen aber schon mal einen Fehler verraten. Der Handdesinfektionsspender war leer. Die gute Nachricht, den Fehler hat das Team auch sofort gefunden. Boah,
ein Motorradfahrer ist vergangene Nacht auf der A52 ums Leben gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 53-jährige Motorradfahrer aus Willich kurz vor der Ausfahrt Mönchengladbach-Hardt auf einen LKW aufgefahren. Das Motorrad sei sofort in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte konnten dem Motorradfahrer nicht mehr helfen. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Zwei Italiener sind bei dem Versuch erwischt worden, Kokain im Wert von 660.000 Euro aus den Niederlanden nach Italien zu schmuggeln. Die Bundespolizei kontrollierte die Männer auf der A61 bei Mönchengladbach. Die Drogen versteckten die Männer in einem doppelten Fahrzeugboden. 10 Pakete mit insgesamt 9,6 Kilogramm Kokain haben die Beamten gefunden. Die beiden 44 und 45 Jahre alten Italiener sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern Abend in einem Rheindahlener Supermarkt einen Mann, der offensichtlich ziemlich betrunken war und mit zwei Flaschen Wodka in der Hand zur Kasse torkelte. Als der fassungslose Zeuge dann noch beobachtete, dass der Betrunkene auf dem Parkplatz doch tatsächlich in ein Auto einstieg und losfuhr, alarmierte er sofort die Polizei. Der Zeuge hatte den Beamten auch das Kennzeichen genannt. Dadurch konnten die Polizisten wenig später den Fahrer anhalten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er den Führerschein abgeben und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Keine Zeit für Sport, keine Zeit für Musik, einfach keine Freizeit. So ging es in den letzten Jahren vielen Gymnasiasten. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn das Turbo-Abi in NRW wird abgelöst. Aus G8 wird wieder G9. Zur Freude der Gladbacher Schulen. Wir finden das gut, dass es zu G9 zurückgeht. Das hat ganz verschiedene Gründe. Das hat einmal den Grund natürlich der Belastung von Schülerinnen und Schülern, gerade in der Sekundarstufe 1. Also ich finde die Entscheidung sehr, sehr gut und ich kann auch nur der Regierung danken, dass es jetzt endlich zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wir hatten immer das große Problem mit G8, dass wir zu wenig Zeit für vor allem auch die Hauptfächer hatten und dadurch die Schüler sich ständig gehetzt gefühlt haben. Auch meine Kollegen und meine Kolleginnen und Kollegen. Zudem war es bei G8 bei manchen Fächern tatsächlich so, dass Stoffinhalte behandelt werden mussten in einem Alter, wo Schüler zum Teil zum Beispiel einen Abstraktionsgrad noch nicht erreichen konnten, so wie das früher bei G9 war. Ab dem Schuljahr 2019-2020 haben die 5. und 6. Klässler also wieder ein Jahr mehr Zeit für das Abitur. Aber aus G8 wird nicht überall G9. Für Schulen, die am Turbo-Abi festhalten wollen, hat die Landesregierung ein Schlupfloch gewährt. Wenn die Schulversammlung, die aus Lehrern, Eltern und Schülern besteht, mit mehr als 2/3 für G8 stimmt, dann darf dort auch G8 bleiben. Grundsätzlich finde ich das gut, dass diese Wahlmöglichkeit für Schulen noch besteht. Das sind dann Schulen, die sich sehr stark von den anderen absetzen wollen. Ich glaube, vor allem auch im Privatschulbereich wird das der Fall sein. Ich habe schon von einigen Schulträgern gehört, dass die das so vorhaben. Das kann auch sinnvoll sein. Dann hat wirklich jeder Schüler und auch jedes Elternteil hat die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich für ein Land, wo eben Bildung auch individuell zugeschnitten werden sollte, finde ich das ganz wichtig und auch vollkommen richtig. Zu Problemen könnte es wegen der Räumlichkeiten kommen. Denn das Zurück zu G9 bedeutet auch, dass es wieder einen Jahrgang mehr geben wird. Und für diesen Jahrgang brauchen die Schulen Platz. Wir müssen auch jetzt, denke ich schon, das ein oder andere vielleicht ein bisschen zurückrudern, wenn es denn soweit ist. Wann ist das? In 5 oder 6 Jahren wäre das dann soweit. Sowas wie den Anführungsstriche Luxus eines Lehrerarbeitsraums, den wir uns geleistet haben jetzt in der Zeit, wo wir eben mehr Platz im Gebäude haben, dann aufrechtzuerhalten, wird sicherlich schwieriger, wenn der Raummangel hier im Gebäude wieder zunimmt. So, wir waren ein G9 Gymnasium, insofern, wir werden das auch wieder hinbekommen. Ich bin aber auch in stetem Kontakt mit der Schulverwaltung und auch da habe ich schon Signale gehört, dass wir natürlich das sehr genau errechnen müssen. Das ist keine Frage. Aber das werden wir tun. Dafür haben wir lange genug Zeit. Diese Zeit werden wir nutzen. Und dann wird das eine richtig gute Sache für die Schülerinnen und Schüler. Schule, Musik und Sport sind also bald wieder für die Schüler Mönchengladbachs unter einen Hut zu kriegen. Musik.
Dieser Bagger auf der A44 zwischen Willig-Fichtenhain und dem Rastplatz Hoxhöfe verursachte heute einen bis zu 6 Kilometer langen Stau. Die Anhängerdeichsel war gebrochen, sodass der 8 Tonnen schwere Bagger während der Fahrt auf den Seiten- und ersten Fahrstreifen stürzte. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn teilweise voll gesperrt. Verletzt wurde durch diesen Unfall aber niemand. Ein Zeuge meldete heute gegen 4.30 Uhr den Einbruch in ein Ladenlokal auf der Albertusstraße. Ein Unbekannter war dort eingestiegen und kam wenig später mit einer Spardose und einem Monitor wieder heraus und flüchtete zu Fuß in Richtung Regentenstraße. Dank des Zeugen konnte die Polizei den Einbrecher schnell auf der Humboldtstraße festnehmen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mönchengladbacher, der wegen Eigentumsdelikten bereits in Erscheinung getreten ist. Nach seiner Vernehmung wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Gestern haben sich im Euregio-Forum in Kleve ca. 130 Beamte der deutschen und niederländischen Polizei zu einer ganztägigen Fortbildung getroffen. Dabei ging es um den Erfahrungsaustausch zum Thema Prävention und Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Mit dabei waren auch Polizisten aus Krefeld, Viersen und Mönchengladbach. Außerdem wurden Workshops zum Beispiel zum Thema Spurensicherung durchgeführt. Autofahrer brauchen auf der Hofstraße noch ein bisschen Geduld. Die Versorgungsarbeiten zwischen der Ückelhofer Straße und der Erzberger Straße sind abgeschlossen. Jetzt muss aber noch die Fahrbahndecke erneuert werden. Heute beginnen die Arbeiten und dauern voraussichtlich 3,5 bis 4 Wochen. Die Supermärkte an der Hofstraße sind aber trotzdem weiterhin erreichbar. Hallo IBEMS 1-Siener von City Vision. Falls Sie mich jetzt nicht verstanden haben, ist das gar nicht schlimm. So soll angeblich die Jugend sprechen, denn das Jugendwort des Jahres 2017, das wurde heute bekannt gegeben. Und ob die Gladbacher mich verstehen, wenn ich so spreche, das wollen wir jetzt mal schauen. Habt ihr schon mal trumpetet? Trumpeten? Nee. Ja, von Trump vielleicht. Vielleicht, dass der ziemlich viel Scheiße labert. Ach so, okay, das klingt ja nicht schlecht. Was ist zum Beispiel mit Netflixen? Nee, kenn ich auch nicht. Eine Mischung aus Netflix und Napster? Keine Ahnung. Das macht mein Bruder voll oft. Netflix an und pennen. Sehr gut. Was auch drauf stand, war Depp. Was ist das denn? Vielleicht könnt ihr uns mal zeigen, was es ist. Aber apropos Depp, was ist das denn nochmal? Sollen wir das mal zusammen machen? Dann, aber du weißt, was ich meine, diesen Move? Nee, ganz bestimmt nicht. Nein, dieses Jahr so? Nee, können wir sie gerne sein lassen. Ja, was kenn ist ich. Das denn? Machst das, du das mal? Nee, das mach ich nicht. Schade. Das ist ein Depp. Also das ist halt so. So. Sehr gut. Was los, Digga, Mann? Was ich mich sehr gewundert habe darüber, ist ein Wort belastend. Das ist bei einem Jugendwörtern, steht da auf der Liste drauf, belastend. Warum? Ist doch ein ganz normales Wort, oder nicht, ne? Dachte ich. Ja, doch, das sagt man auch. Ja. Ja, das stimmt, ja. Es gibt viele Sachen, ja. Was belastet dich denn so? Mathe. Wann benutzt man das denn, belastend? Ja, wenn irgendwas, keine Ahnung, eine Situation scheiße, sagt, boah, das ist echt belastend. Zum Beispiel, ja, ich habe eine 4 geschrieben, belastend zum Beispiel so. Oder ich habe mein Handy weg, ja, belastend, bla bla. Okay. Wahrscheinlich ist einfach alles belastend für die Jugend heutzutage. Das könnte auch sein. Leben, atmen. Ja. Was belastet dich so? Nervige Reporter, die mich hier kann ich absolut nachvollziehen. Aufgabe. Neißenstein. Zum Beispiel das Wetter heute ist total Neißenstein. Nee, hört sich auch scheiße an. Neißenstein? Das kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Nie gehört? Nee. Eine Idee, was bedeuten könnte? Neißenstein? Nee, keine Ahnung. Boah, die Sonne ist heute voll Neißenstein. Ach, die ist ziemlich Neißenstein in meinem Gesicht, ja. Das bedeutet einfach, dass das Wetter total schön ist, geil ist. Also einfach neues Wort für cool, geil. Würde ich jetzt nicht benutzen, glaube ich. Was hältst du denn von Textmarker Augenbrauen? Oh ja, kenne ich, halte ich nicht so viel von. Also sind nicht so schön anzusehen, oder? Nee. Die gibt's viel zu oft. Echt? Aber ich habe keine, ne? Aber ich habe keine. Habe ich Textmarker Augenbrauen? Nee, es gibt viel schlimmere. Oh, es gibt viel schlimmere, aber meine ist auch nicht so gut. Danke. Ein bisschen stärker als deine. Aber ich habe doch keine Textmarker Augenbrauen, oder? Nein, das ist wunderschöne Augenbrauen. Danke, der Erste, der es mal sagt hier. Hallo IBEMS, die Sina. Mhm. Und du? IBEMS, Ralf. Hallo IBEMS, die Sina. Ja, IBEMS, der Max. Benutzt ihr das selber auch? Ja, manchmal. Wie findet ihr das? Das ist ganz witzig. Ja, das ist lustig. Benutzt ihr das auch selber manchmal? Ja. Was bedeutet das denn? Ich bin's, die Sina. Und ich bin's, der Max. Das heißt, es ist das Jugendwort 2017 geworden. Was hältst du davon? Das ist kein Wort, das ist ein Satz. Aber IBEMS, das ist das Jugendwort 2017.
Das sind zwei Wörter. Da hast du vollkommen recht. Seid ihr zufrieden mit der Wahl des Jugendwortes 2017 mit IBIMS? Ja. Ja, sehr. Das heißt, werdet ihr es nicht noch öfter benutzen? Ja. Ja. IBIMS ist also das Jugendwort des Jahres 2017 und anscheinend sind die Gladbacher Jugendlichen damit zufrieden. Sie haben es schon mal gehört und sie benutzen es auch. Ich habe es auch schon mal gehört und habe es auch schon benutzt. Und es ist schon eine Verbesserung zum letzten Jahr. Da war es nämlich Fly sein, das kannte keiner. Deswegen sind wir gespannt, was es 2018 wird. Was los, Digga, anmachen! Vorhang auf für den bundesweiten Vorlesetag. Auch dieses Jahr machen in Mönchengladbach wieder viele fleißige Vorleser bei der Aktion mit. Einer von ihnen ist unser Mönchengladbacher Stadionsprecher Thorsten Knippertz. Aber warum eigentlich? Erstens, weil ich selber unheimlich gern lese. Zweitens, weil ich mich daran erinnere, als ich Kind war, dass ich gerne vorgelesen bekommen habe. Und drittens, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Kindern vorliest und die Spaß daran haben, wissen, was Bücher sind. Und schon mal, ich darf ja bei den Kleinen vorlesen, gucken, wie viel Spaß man beim Lesen oder Vorlesen haben kann. Spaß ist ein gutes Stichwort, denn laut der Vorlesestudie 2016 lieben 9 von 10 Kindern das Vorlesen. Aber es gibt auch noch andere gute Gründe für Eltern, ab und zu ein Buch in die Hand zu nehmen. Es ist nämlich ebenfalls belegt, dass Kinder, denen vorgelesen wird, einen deutlich größeren Wortschatz, bessere Noten und später selber mehr Spaß beim Umgang mit Texten haben. Für die AWO, die für diesen Tag gleich 16 bekannte Gladbacher Vorleser engagiert hat, gibt es noch einen weiteren positiven Aspekt. Also für die Arbeiterwohlfahrt ist es besonders wichtig, dass vorgelesen wird, denn wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund in unseren Einrichtungen in ganz Mönchengladbach, wo Sprache ein riesengroßer Schwerpunkt ist und wir möchten gerne die Sprache fördern und auch das Miteinander mit den Kindern zusammen. Zusammen! So hieß auch das Buch, aus dem Thorsten Knippertz den Kindern heute vorgelesen hat. Aber weltschwere Kost liest denn an so einem Tag eigentlich ein Beigeordneter? Otto, die kleine Spinne. Und so sah das dann aus, als Dr. Gerd Fischer, der Schul-, Sport- und Kulturdezernent unserer Stadt, den Kindern vorlas. Wer nun aber denkt, dass heute nur erwachsene Kinder vorlesen können, der irrt sich. Denn in der Kita Zauberwald in Reit lasen heute Siebtklässler der Gesamtschule Reit-Mühlfurt für die Kinder und führten die Geschichten gleichzeitig als Puppentheater auf. Also uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat das zumindest in Kunst, auch das selber vorzubereiten, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr anstrengend, aber ein sehr guter Tag war das. Das ist sehr schön, den kleinen Kindern eine Freude zu machen, weil das ist ja nicht oft so. Aber lesen die Schüler heutzutage überhaupt noch in ihrer Freizeit? Ja, also es kommt immer darauf an. Bücher sind halt praktischer zu mitnehmen. Also ich lese auch auf Autofahrten oder so halt viel. Aber wenn ich jetzt halt zu Hause bin, dann ist es bei mir halt eher YouTube und Videos halt. Immerhin scheint das Lesen und Vorlesen noch nicht ganz aus der Mode gekommen zu sein. Es ist aber auch wichtig, dass das so bleibt. Ja, wenn das nicht mehr funktioniert, dass man mit Kindern über Inhalte reden kann, dann ist diese Gesellschaft eines Tages am Ende. Und Kinder mit Medien oder gerade mit den neuen Medien allein zu lassen, das ist ein Verbrechen. Man muss mit Kindern darüber sprechen, was sie erfahren, und das geht gerade beim Vorlesen am allereinfachsten. Dann haben die Mönchengladbacher ja heute alles richtig gemacht. Das war City Vision die Woche. Am Montag sind wir selbstverständlich wieder für Sie da. Dann zeigt uns Holger Böker wieder, wie man ganz einfach etwas Leckeres auf den Teller zaubert. Außerdem zeigen wir bei MG für alle Fälle wieder ein Tier, das ein neues Zuhause sucht. Und Sie können sehen, wie die Caritas den Adenauerplatz erleuchtet hat. Also, einschalten lohnt sich dann auf jeden Fall. Bis dahin, machen Sie es gut. Thank you.
Er kommt aus England und zu Gast bei mir hier in Mönchengladbach im Backstage Talk Singer-Songwriter Julian Dawson. And I just had my heart handed to me. Nächste Woche bei mir im Backstage Talk Singer-Songwriter Julian Dawson. Am Donnerstag gibt es wieder den Kinotipp mit der deutschen Oscar-Hoffnung aus dem Nichts. Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir. Und dem Wiedersehen des liebenswerten Bären, Paddington 2. Ich nehme an, du weißt, wer ich bin. Oh ja, Sie sind ein sehr berühmter Schauspieler. VIP, eine Berühmtheit? Oder waren es früher einmal? Jetzt drehen Sie Werbespots für Hundefutter. Der Kinotipp immer donnerstags bei Cityvision, das Magazin. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick. Und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek. Und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de. Produkt oder Unternehmen setzen wir ins rechte Licht, zum Beispiel in einem Image- oder Werbefilm. Ihre Präsentation oder Veranstaltung bringen wir mit unserer Live-Technik auf die große Leinwand. Mit digitaler Schnitt- und Bildbearbeitung geben wir Ihren Aufnahmen einen professionellen Anstrich. Ton- und Sprachaufnahmen verleihen wir den richtigen Klang. Wir begleiten Ihr Projekt von der Aufzeichnung bis zur Massenkopie, ob TV, Kino oder interne Nutzung. Cityvision, Ihr Partner für audiovisuelle Medien. Sie haben ein ausgefallenes Hobby? Ich gehe heute zu meinem Anti-Aggressionstraining. Einen außergewöhnlichen Beruf. Oder eine kuriose Leidenschaft. Kröten finde ich genial. Also Kröten, muss ich sagen, niedlich. Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de. Oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. Cityvision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Das fasziniert einfach.